Lange ist es her, dass die Moses 4.1 auf den Markt gekommen ist. Irgendwann gab es sie leider einfach nicht mehr zu kaufen. Und ohne groß was zu verraten oder anzukündigen, hat Mose jetzt die Sphere 2 rausgebracht. Was sich verbessert hat im Vergleich zum Vorgänger, was alles anders ist und ob es eine gute Pfeife ist, gucken wir uns heute im Review an, nach den Cinematics. So, ich hoffe, die Cinematics haben euch gefallen, auch mit der neuen Musik. Ich habe einen Weg gefunden, wie man Chartmusik lizenzieren kann und ich denke, das kommt sehr, sehr geil, dass wir dafür die Cinematics nicht immer die copyright-freien Sachen nehmen müssen. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Star von dem Video und zwar der Sphere 2. Wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass Mose die Sphere 1 auf den Markt gebracht hat. Irgendwann gab es sie leider einfach nicht mehr zu kaufen. Einige Leute wollten aber trotzdem sehr, sehr gerne noch eine kaufen. Und das ging die ganze Zeit nicht, was sehr, sehr schade war. Aber jetzt gibt es die Sphere 2 und die Pfeife hat ein paar Änderungen, ein paar Neuerungen, Verbesserungen, auf die wir heute eingehen wollen. Natürlich anhand unserer ganz normalen Review-Punkte. Das sind am Anfang Qualität und Verarbeitung, Optik und Design und natürlich abschließend das Rauchverhalten und alles zusammen fließt dann nochmal in ein Fazit. Bevor wir aber anfangen mit Verarbeitung, Qualität und Materialien, kurz nochmal ein paar Fakten und Daten zu der Pfeife. Die Pfeife kommt für 229 Euro zu euch nach Hause, da ist dann schon eine Bowl dabei. Wer schon eine Steckbowl zu Hause hat und diese Steckbowl nicht haben möchte, der kann sich auch nur ein Stemset kaufen. Das heißt, es ist alles dabei, bis auf die Standardbowl. Kostet dann 30 Euro weniger und wir sind dann bei 199 Euro. Finde ich sehr geil. Das müsste eigentlich meiner Meinung nach jeder Hersteller machen, damit man nicht am Ende super viele Standard-Bowls hat. Es gibt nun mal viele Leute, die schon einige Caesar-Bowls oder auch Standardgläser zu Hause haben, die gerne weiter nutzen möchten und vielleicht nicht noch eine weitere Bowl brauchen. Finde ich gut. Wenn ihr den Lieferumfang, den Aufbau und Co. sehen wollt, habe ich dafür ein extra Video gemacht. Damit wollte ich nicht alle Leute langweilen, die die Pfeife easy zusammengebaut bekommen, aber für die, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen oder einfach gerne sehen möchten, was da noch dabei ist, verlinke ich euch unten einmal Unboxing und Aufbau von der Sphere 2. So, abgesehen vom Preis würde ich jetzt gerne noch einmal mit euch die Unterschiede von der Sphere 2 zu der Sphere 1 besprechen und dann gehen wir rein in die Review-Punkte. Und der krasseste Unterschied an der Pfeife, meiner Meinung nach, ist die Base. Nicht nur, dass die Form viel, viel cooler geworden ist, sondern das Material hat sich auch geändert. Bei der Sphere 1 hatten wir hier eine Pom-Base, bei der Sphere 2 ist es eine Metall-Base. Und ich weiß noch genau den Moment, als ich den Karton aufgemacht habe und zum ersten Mal die Base aus dem Karton genommen habe und gemerkt habe, wie viel Gewicht da ist und ich war so, geil, es ist eine Metall-Base. Finde ich einfach nice. Hat im Endeffekt von Rauchverhalten, Haltbarkeit vermutlich nur minimalste Auswirkungen, gerade bei der Haltbarkeit. Beim Rauchverhalten natürlich gar keine. Metall wird wahrscheinlich ein bisschen länger halten als Pom, aber auch Pom-Bases. Ich habe Pom-Bases, die sind schon sehr, sehr alt und die laufen immer noch wunderbar. Auch zum Beispiel bei meiner Alpha, wo man sogar das Gewinde reinschraubt. Das funktioniert auch noch easy, aber es wirkt einfach so viel hochwertiger und so viel cooler, wenn es eine Metall-Base ist. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass es bei der Sphere 2 eine geworden ist. Als nächstes sehen wir natürlich kleinere optische Veränderungen. Wir haben zum Beispiel nicht nur noch hier einen Übergang, sondern wir haben hier zwei, drei kleine Cuts, die da drinnen sitzen. Und auch von den Sleeves oben ist das Ganze ein bisschen erwachsener geworden. Wir haben jetzt nicht einfach nur eine Kante, die so hoch läuft und da liegt eine Kugel dazwischen, sondern auch nochmal eine nächste Kante, die noch ein bisschen mehr mit reingeht. Sieht meiner Meinung nach ein bisschen cooler aus. Was aber die zweitgeilste Veränderung an dieser Pfeife ist, ist mit hundertprozentiger Sicherheit der Teller. Bei der Sphere 1 hatten wir einfach ein komplett schwarzes Bild an Pfeife, abgesehen von Schlauchanschlussring und den Stacheln, die hier dran sitzen, hatten wir keine silbernen Akzente. Und dann dieser riesige, große, silberne Teller. Wenn man jetzt die neue Sphere 2 betrachtet und wir haben wieder dieselben Akzente, wir haben einen silbernen Akzent am Schlauchanschluss, wir haben einen silbernen Akzent an dem Ring und wir haben die silbernen Stacheln, aber wir haben einen schwarz
pulverbeschichteten Teller mit extrem coolen Grafiken obendrauf. Und das wirkt so viel geiler, wenn die Pfeife auf dem Tisch steht. Also, mir ist nicht per se aufgefallen, dass das hier schlecht aussieht, aber mir ist instant aufgefallen, dass das hier sehr viel besser aussieht. Gerade weil der Teller dann noch diese coolen Grafiken oben drauf hat. Und wo wir eben schon bei den Stacheln waren, wenn es 4-1 hat, weiß, dass man höllisch aufpassen muss, wenn man dieses scheiß Ding sauber macht. Weil diese Stacheln, die hier dran sind, heilige Scheiße, waren die spitz. Also, ich glaube, jeder Sphere-Besitzer hat irgendwann, während er diese Pfeife geraucht hat, beziehungsweise eher beim Reinigen, diesen Moment gehabt, wo man irgendwie dagegen schlägt oder drüber kratzt, und es gab definitiv mehrere Kratzer in der Haut dank dieser Pfeife. Und bei der Sphere 2 kann man ein klein bisschen Entwarnung geben. Ich meine, es sind immer noch Stacheln, die hier dran sind, aber die sind sehr abgerundet. Also hier kann ich schon wirklich drauf drücken, ohne dass meinem Daumen was passiert. Bei der Sphere 1 würde ich mich das nicht trauen. Eine Verbesserung, die die Pfeife sogar sicherer macht. Eine andere kleine Verbesserung, die auch sehr, sehr nice ist: der Ring, der hier drauf sitzt, wird jetzt mit einem O-Ring in der Base gehalten. Unter diesem Ring hier sitzen die Kugeln. Was bedeutet, wenn dieser Ring weg ist, können euch die Kugeln wegfliegen. Aber der hält sehr, sehr gut, und so kann man beim Reinigen auch die Base ordentlich sauber machen, ohne dass einem die Kugeln direkt wegfliegen. Finde ich sehr nice. Haben wir eben auch schon kurz angeschnitten, der Schlauchanschluss hat sich auch verändert. Nicht nur formmäßig, sondern es ist auch ein kompletter Schliffanschluss, der in einem Stück in die Base gesteckt werden kann, ohne dass da nochmal extra O-Ringe drin sind. Hat bei mir auch sehr, sehr gut gehalten. Bei der Sphere 1 hatten wir einen Schlauchanschluss mit zwei O-Ringen. Das hat auch funktioniert, aber wenn es auch ohne die O-Ringe funktioniert, dann können die O-Ringe nicht kaputt gehen und es geht einfach rein und raus. Also auch nochmal eine Kleinigkeit, die da verbessert wurde. Die Kugeln an sich haben sich natürlich auch ein klein wenig verändert. Von der Form sind sie ziemlich gleich geblieben, auch von den Ausmaßen sind sie relativ ähnlich, aber es gibt natürlich ein paar andere Farben. Da guckt ihr am besten einfach mal bei Mose in den Shop und dann seht ihr da die verschiedenen. Und speaking of, schaut doch gerne mal den Mose Shop. Der Release ist am 9.9. und falls ihr euch die Pfeife kaufen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne bei Mose mit dem Code SWG machen. Da kriegt ihr noch was Kleines auf die Bestellung oben drauf und ihr lasst mir ein bisschen Support zukommen. Ihr zahlt keinen Cent mehr, ihr kriegt was kostenlos und ich krieg noch ein klein wenig Provision auf eure Bestellung. Da auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an jeden, der den Code eingibt. Die Videos sind mittlerweile relativ aufwendig und jeder eingelöste Code und jede kleine Provision sind da auf jeden Fall sehr, sehr willkommen. Gut, fangen wir an mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Es gibt einmal natürlich Glas mit der Bowl, zumindest wenn man das im Komplettset kauft. Dann haben wir Metall. Es gibt aber auch POM-Teile und noch Epoxidharz und Holz, plus natürlich hier für die Spikes auch nochmal Metall. Ich finde die Verarbeitung sehr gelungen. Ich hatte kein Kratzen von den Gewinden. Da sind keine Gewinde irgendwie komisch gelaufen. Die liefen alle wunderbar, ohne dass ich irgendwas sauber machen, einölen oder sonst wie musste. Die liefen alle tipptopp von Anfang an. Das Einzige, was ich an der Verarbeitung bemängeln kann, ist wahrscheinlich auch die Standard-Bowl. Da hatte ich zwei, drei kleine Bläschen drin. Das ist halt bei den günstigen Standard-Bowls so. Aber abgesehen davon hatte ich keinerlei Einschlüsse in der beschichteten Metallbase. Ich habe keine Kratzer im POM. Ich habe keine Unreinheiten in der Kugel, die hier in der Mitte sitzt. Ich habe keine Flecken auf dem pulverbeschichteten Teller. Das sieht wirklich alles tipptopp aus. Also da habe ich nichts feststellen können, was irgendwie scheiße gewesen wäre. Einzige, wie gesagt, ein paar Bläschen in der Standard Bowl. Wäre natürlich geiler, wenn die nicht dabei gewesen wären, aber ist jetzt auch kein Beinbruch und wie gesagt, bei Standardgläsern leider meistens normal. Kommen wir als nächstes zu Optik und Design. Und wie immer sei davor gesagt, die Pfeife muss euch gefallen, theoretisch mir nicht gefallen. Hauptsache, ihr findet sie schön, wenn ihr euch überlegt, die Sphere 2 zu kaufen. Was ich aber sagen kann, ist, ich finde, diese Pfeife wurde schön von der Vergangenheit in die Moderne geholt. Es wurden ein paar Veränderungen vorgenommen, die die Pfeife noch schöner machen. Zum Beispiel schwarzer Kohleteller, schwarze Metallbase, die eine deutlich erwachsenere und deutlich schönere Form hat als die erste Sphere hier. Wir haben die Kugel in der Mitte, wir haben die Stacheln hier außen an den Sleeves und wir haben den Blow-Off, der nach oben und unten von der Kugel weggeht. Genauso wie bei der alten. Also die Sphere-DNA ist auf jeden Fall noch am Start. Man sieht sofort, dass es eine Sphere ist, aber es wurde genug gemacht, dass man sagen kann, da war definitiv ein Update nötig. Was man beim Design natürlich nicht vergessen darf, ist der Blow-Off. Das heißt, ich zeige euch den einfach nochmal in ein paar schönen Aufnahmen nebenbei. Ich finde ihn aber sehr gelungen. Es ist der Standard Sphere Blow-Off. Da wurde das Rad nicht neu erfunden. Das ist derselbe Blow-Off wie damals, aber der hat damals begeistert und mich persönlich begeistert er auch noch heute. Von daher von meiner Seite aus auf jeden Fall alles cool. Vielleicht hätte man bei der Sphere 2 auch noch was Kleines einbauen können mit Umstellen oben, unten, beide oder sowas, weiß ich nicht. Aber ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Beim Rauchverhalten hat sich auch einiges getan. Und zwar finde ich sowohl Durchzug als auch Entlüften jetzt deutlich angenehmer. Ich habe die Pfeife einmal mit Diffusor und einmal ohne Diffusor geraucht und blende euch da gerade mal zwei Aufnahmen ein, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Pfeife ungefähr klingt und wie viel der Diffusor so bringt.
Beim Rauchverhalten für mich vor allem wichtig, wie ist der Durchzug, wie ist der Anzug und wie einfach oder schwer geht das Blow-Off. Als erstes würde ich sagen, kommen wir mal zu Durchzug und Anzug. Dafür nehme ich einfach nochmal einen kompletten Zug, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange das dauert. Und ich denke, man hört es und sieht es und merkt es auch an der Zeit. Der Durchzug ist sehr, sehr gut. Vielleicht ist das sogar der beste Durchzug in einer Mosepfeife bis jetzt. Ich würde der 8,5 von 10 auf der Durchzugsskala geben. Vielleicht sogar schon Richtung 9. Kann man sich natürlich schön regulieren, indem man vielleicht noch ein bisschen höher baut oder ein bisschen fluffiger baut, wenn man noch mehr Durchzug haben will. Aber ich habe jetzt ein leichtes Balkenkontakt und damit ist der Durchzug wirklich brachial. Vom Anzug her bin ich positiv überrascht. Wir haben eine große Pfeife, das heißt, es ist relativ viel Weg, den der Rauch vom Kopf bis zum Mundstück zurücklegen muss, ist aber trotzdem absolut im Rahmen. Ich persönlich rauche ja normal lieber kleine Pfeifen, weil ich das mit dem sehr geilen und direkten Anzug extrem mag, aber bei der Sphere 2 habe ich es ehrlich gesagt nicht vermisst. Und abschließend beim Rauchverhalten wäre dann noch der Blow-Off. Das ist manchmal ein bisschen zu schwergängig, manchmal auch ein bisschen zu leicht. Da muss man genau die richtige Stelle treffen, dass es sich gut anfühlt beim Entlüften und auch, dass der Rauch schön gebündelt hier rauskommt. Ich zeige euch das gerade nochmal. Kann man auf jeden Fall immer gut mit rumspielen und ab und zu kriegt man auch ganz viele kleine Ringe hin. Es ist nicht das offenste Entlüftungsventil, es ist meiner Meinung nach aber genau richtig, um den Rauch so zu dosieren, dass er schön rauskommt, aber auch ein bisschen lange rauskommt. Das heißt, man könnte das natürlich offener machen, dann wäre es mehr Rauch auf einmal, würde aber auch deutlich schneller verfliegen. Ich finde den Punkt hier eigentlich gut getroffen. Man merkt, dass da ein Widerstand ist, es ist aber auch nicht so viel, dass man sich jetzt dauerhaft denkt, ich muss da reinpusten wie ein Bekloppter. Kommen wir abschließend zum Fazit. Ich denke, wir können festhalten, die Pfeife ist nicht nur günstiger geworden, sondern auch noch besser und meiner Meinung nach sogar schöner. Das heißt, für alle, die eine Sphere haben und die extrem lieben, könnte es wahrscheinlich trotzdem interessant sein, auch die Sphere 2 zu haben. Für alle, die eine Sphere 1 wollten, aber keine bekommen haben, ist die Sphere 2 ein absoluter No-Brainer und da würde ich sagen, definitiv rein da. Es ist natürlich eine Einschlauch-Steckpfeife, das sollte euch auf jeden Fall gefallen. Aber Verarbeitung, Qualität, Materialien, sehr gut geworden. Optik meiner Meinung nach herausragend. Das ist eine der schönsten Pfeifen, die ich kenne. Ich werde mich da auch auf jeden Fall noch mit einigen Caesar Bowls durchtesten. Und auch das Rauchverhalten ist sehr geil, wenn ihr auf einen offenen Durchzug und ein relativ leichtgängiges Entlüftungsventil steht. Das ist auf jeden Fall mein Fazit. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu der Pfeife ist. Packt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.